Eine Künstlerin, offenbar reich an Fähigkeiten. Doch Cornelia Staublis Leben war nicht in jeder Hinsicht eine gerade Straße ohne Hindernisse. Ihre Ehe zerbrach und sie hat neu geheiratet. Ihre Stellung innerhalb der katholischen Kirche beschreibt sie erst einmal in recht dunklen Farben. Ich fühle mich ausgestoßen und allein gelassen, eine Persona non grata, wie man so sagt. Jetzt mit der Bischofssynode haben Sie das Gefühl, da ändert sich was? Ja, mir hat das Mut gemacht und Hoffnung, weil ich gespürt habe, dass zumindest auch in den Köpfen, die Mühe haben mit dem Thema, doch ein Denkprozess in Gang kommt. Also das ist auch meine Hoffnung. Was konkret müsste sich denn ändern, dass Sie sich in dieser Kirche wieder wohlfühlen? Für mich müsste sich ändern, dass das Wort Gottes gelebt und predigt wird und nicht nur predigt und nicht gelebt. Als Katholikin ist für mich die Liebe und das Verzeihen. Das ist der Kern von unserem Glauben. In einem Jahr soll der Prozess beendet werden und es soll dann auch ein sehr konkretes Schlussdokument dastehen. Was erhoffen Sie sich, was da vielleicht drinstehen könnte? Es sollte auf jeden Fall eine wertschätzendere Haltung gegenüber den geschiedenen und sogar auch wiederverheirateten Gläubigen entgegengebracht werden. Es nützt mir ja nichts persönlich, wenn irgendetwas, ein Gesetz neu rauskommt und aber dann der Priester oder der Pastoralassistent oder wer auch immer nicht hinter dem steht und mich trotzdem mit mir denn als geschiedene Frau keinen wertschätzenden Umgang pflegt. Einen wertschätzenden Umgang, den erhoffen sich auch Homosexuelle. Bruno Fluder ist einer von ihnen. Auch ein Künstler, wie man hört. Doch kann er seinen Platz in der Kirche finden? Vor 4 Jahren ist für mich klar geworden, dass ich in der Kirche nicht mehr arbeiten will, weil ich mich schlicht und einfach nicht mehr identifizieren mit der Lehre der Kirche. Ich habe aber doch gemerkt, ich kann nicht austreten. Die katholische Kirche ist irgendwo eine Heimat für mich, wo ich nicht einfach so abstreifen kann, wie ein Hemd und ein frisches Hemd anlegen. Und habe dann gemerkt, okay, ich muss eine andere Tätigkeit finden innerhalb der Kirche. So arbeite ich inzwischen nicht mehr als Pastoralassistent in den Pfarreien, sondern in der Entwicklungsthemenarbeit. Nun hat es diese Bischofssynode gegeben. Ganz grundsätzlich gefragt, wie bewerten Sie sie? Ich habe null Erwartungen daran gekommen, von dort her nicht enttäuscht werden. Aber ich finde, seit dem neuen Pontifikat von Franziskus, da ist eine neue Kommunikationsform in die römische Kirche hinein. Aber dass sie jetzt nicht den Mut hatten, im Schlussdokument ihnen ganz klar auch eine kleine positivere Bewertung, jetzt zum Beispiel auch von der Homosexualität oder vom Umgang mit wiederverheirateten Geschiedenen umzugehen, überrascht mich nicht, muss ich aber sagen, ist schwach. Erwarten Sie es für das Schlussdokument, was ja in einem Jahr dann herauskommen wird? Ich bin in den letzten Wochen so langsam ein bisschen neugieriger geworden und ich würde mich sehr gerne überraschen lassen, dass die katholische Kirche sich wird wagen, eine andere Beurteilung auch von Sexualität einzugehen, dass nicht mehr einfach auf die alten Naturbegriffe, die man früher noch verwendet hat, würde irgendwie reduzieren, dass Homosexualität nicht mehr einfach eine Form von Sexualität ist, wo keine Kinderzeuge reduziert wird, sondern dass es um die Liebe, um eine Beziehung zwischen zwei Menschen, dass es um das geht. Was konkret müsste sich in unserer Kirche ändern, damit sie sich mehr wohlfühlen? Meine Heimatkirche müsste viel weniger Organisation sein und viel mehr Gemeinschaft von Menschen, wo Jesu Botschaft im Zentrum steht, die Liebe zum Mitmensch, unabhängig vom Hintergrund, von der Veranlagung von einem Menschen, was im Zentrum steht, dass Menschen miteinander wieder friedlich, gerecht umgehen. Gerechtigkeit. Dieser Begriff, der im Schlussdokument der Bischofssynode in sozialer Hinsicht ja wirklich im Zentrum steht. Wie wird er in Zukunft angewendet werden in Bezug auf Menschen, die aus der bisherigen Norm der katholischen Kirche fallen? Wird die Kirche pastoral neue Wege gehen können, gerade dort, wo sie moraltheologisch Probleme sieht?